schreibt ihre eigenen Songtexte, spielt 7 Instrumente und hat zahlreiche Social-Media-Followers. Tabitha Elkins ist nicht nur Musikerin und Sängerin, sie ist auch Friedensaktivistin und war schon sowohl Kandidatin bei DSDS als auch parteilose Kandidatin für den Bundestag. 2019 ist Tabitha Elkins heiß erwartete neue Solo-CD erschienen. Love and Death ist bei allen bekannten digitalen Anbietern erhältlich. Und die Bandbreite von Emotionen, Klängen und musikalischen Einflüssen, Soul, Blues, Folk, Jazz und Rock, ist noch breiter als je zuvor. Ihre spirituell melancholischen Songs behandeln politische und persönliche Themen. Liebe und Leid, von Todessehnsucht und Gottessuche. Max Ehrlich berichtet. Ich habe Tabitha Elkins zu Hause in Alzheim besucht. Hier hat sie ihre Musikschule und Tonstudio. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Ukulele, Klavier. Hier ist alles, was sie braucht. Und hier hat sie ihre CD Love and Death aufgenommen. Die Musik ist für mich eine Art und Weise, mit meinen Gefühlen umzugehen und durchzuarbeiten. Was ist die Geschichte hinter deiner CD Love and Death? Diese CD ist eine Beschreibung von ein Jahr meines Lebens. Es war ein schwieriges Jahr. Man sieht hier hinten die 4 Jahreszeiten, die werden abgebildet und es handelt sich um eine Menge von verschiedenen Themen über Liebe, Verlust, Trauer. Ich habe meine Schwester verloren, ein guter Freund von mir ist von Krebs gestorben und dann ich war unglücklich verliebt. Politische Themen. Ich habe zum Beispiel eine sehr politische Song, Final War, mein Antikriegssong, das ich seit Jahren immer gesungen habe. Zum Beispiel Prayer for Our Planet ist gewidmet an die Kinder der Zukunft. Es war eine Wie bist du zur Musik gekommen? Meine beiden Eltern waren Musikliebhaber. Mein Vater hat gern gesungen. Meine Mutter hat ein bisschen Geige und Klavier gespielt. Und auch meine ältere Schwester war eine Musikfanatikerin. Und seit Kindheit habe ich Musik geliebt. Wir haben wenig Geld gehabt und ich musste leider vieles allein selbst beibringen. Ich habe als Teenie zuerst Schlagzeug gelernt, dann habe ich einen Gitarrekurs gemacht und Keyboards gelernt und nach mehr und mehr gelernt. Dann habe ich in New York City bei New York University und City University of New York Musik studiert. Du warst Kandidatin bei DSDS. Wie war dein Erlebnis dort? Also es war gemischt. Auf einmal war es Spaß, weil ich interessante Leute kennengelernt habe und es hat mir Spaß gemacht, zuerst vor die Produzenten zu singen und dann vor die Jury zu singen und performen. Auf der anderen Seite, es war ein bisschen verwirrend. Die haben damals auf ihre Webseite angekündigt, dass mein Song ausgestrahlt wird und alle Leute haben es erwartet und dann die haben es doch nicht ausgestrahlt, obwohl manche Videos mit mir haben die doch ausgestrahlt und das war auf die Webseite, auf YouTube und man konnte mich im Hintergrund sehen. Und dann danach habe ich trotzdem das Beste davon gemacht. Ich habe dann einen Remix von meinem Song Captain Kirk gemacht und viele Leute haben das gemacht. Was sind deine Zukunftspläne? Also, ich plane eine neue CD. Es wird mehr bluesig. Und Andreas Herden wird auch spielen und wir werden mal sehen, wer sonst dabei wird. Und wir planen schon, wir haben schon manche Songs, die wir machen wollen. Anders als die letzte CD werde ich nicht nur Originalsongs spielen und singen, sondern wir werden auch manche Cover-Songs machen von berühmten Jazz- und Blues-Songs.